Also hallo in der Runde, liebe Jury, liebe Zuschauer. Ich freue mich euch oder Ihnen heute den Brian vorzustellen, einen digitalen Assistenten für Managementberater und Business Professionals, welchen ich auf der Basis meiner 15-jährigen Erfahrung in Management Consulting baue. Die Idee zu Brian ist entstanden während einer längeren Nacht, wo wir an einem Angebot gearbeitet haben. Abgabe am nächsten Tag, die Case Study kommt rein, aber in der falschen Sprache und man hat noch inhaltliche Baustellen, Pricing Sheet und da gibt es nicht viele Begeisterten so abends, die nochmal Slides übersetzen wollen. Und das war Ende 17, da gab es schon Google und DeepL als Text Translation, aber noch nicht wirklich die Übersetzung von kompletten Unterlagen und das hat eben die Journey von Brian gestartet. Denn die Überzeugung war, dass wenn der Business Professional Zugang zu all den innovativen Tools hätte und Datenbanken, die es draußen gibt, und das ist eben ein Beispiel der Data und AI Landscape 2020, die es draußen gibt und man diese bedienen könnte und sich diese leisten könnte, könnte man viel besser, viel schneller arbeiten, nochmal auch viel glücklicher im Job sein. Und deswegen, das Problem ist aber, dass die Leute diese Lösungen nicht kennen. Diese sich nicht leisten können, weil die vielleicht zu teuer sind oder die denen nicht vertrauen aus Datenschutzgründen. Und deswegen war der Ansatz, den wir bei Brian gewählt haben, eben Brian zu bauen als einen Zugang zu mehreren Online-Services, zu ausgewählten Online-Services und Datenquellen. Brian hat heute als digitaler Assistent 24 Skills, die aktuell für die Bedürfnisse von Management-Consultants und ähnlichen Project-Workers optimiert sind. Er liefert 24/7 innerhalb von 3 Minuten, weil er wirklich vollkommen automatisiert ist. Gibt es keinen Menschen dahinter. Er verbindet mehrere Solutions in einem Tool, was natürlich die Komplexität reduziert, wie auch die Kosten. Und man hat auch mehr Insight, weil Brian eben Zugänge zu Daten hat, die sonst nur registrierten Nutzern vorenthalten sind. Aktuell oder am Anfang, jetzt kommuniziert Brian über E-Mail. Wir sind noch dran, dass wir ihn auch über MS Teams und Slack kommunizieren lassen, also dort, wo arbeitsbezogene Kommunikation stattfindet. Man braucht keinen Software-Download oder Credentials-Management, weil Brian eben in der Regel ganzen Domains antwortet. Man hat keine Setup-Kosten, Training-Kosten und Value wirklich von Day One. Das heißt, man kann sofort loslegen und den Brian nutzen, nachdem man sich angemeldet hat oder die Company da einen Account hat. Man kann trotzdem customizen. Das heißt, wir sind in der Lage, die Antworten von Brian abhängig von der Domain zu customizen. Und das Thema Confidentiality und Privacy hat natürlich einen hohen Stellenwert, weil der Brian auch vertrauliche Informationen und Unterlagen bearbeitet. Deswegen speichern wir die Files zum Beispiel nicht und haben einen externen professionellen Datenschutzbeauftragten, der sichergestellt, dass wir GDPR-konform handeln. Welche Skills hat er drauf? Also ich werde nicht auf alle eingehen, vielleicht nur ein grober Überblick. Wir haben tatsächlich auch mit der File Translation angefangen, wo Brian eben Unterlagen aller Formate von 100 in 100 Sprachen innerhalb von 3 Minuten übersetzt und dabei die Formatierung beibehält. Die nächste Skill Family war File Handling, insbesondere das Thema PDF to Office, wo wir Optical Character Recognition eingebaut haben. Das heißt, der Brian tippt sozusagen auch eingescannte Unterlagen ab in Word, Excel oder PowerPoint. Sehr beliebt sind auch die Slide-Graphics, wo er Icons, Templates bereitstellt und wo wir sehr stolz drauf sind und wo sehr viel Mehrwert rauskommt, ist der Bereich Research, wo eben Brian innerhalb von 3 Minuten Unternehmensanalysen zu allen börsennotierten Unternehmen der Welt liefert, wie auch zu Millionen von Companies aus Deutschland, Schweiz und UK. Und er hat dann noch weitere Skills, die eben helfen, die Projekte effizient zu gestalten und wirklich noch mehr Spaß an der Arbeit zu haben. Eine alte Weisheit sagt, don't tell me, show me. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige, was unser Frontend ist, auch wenn es im Falle von Brian eine ganz normale E-Mail ist. Ich mache es ein bisschen größer. Das heißt, ich habe ihn heute Mittag gefragt, schick mir eine Analyse von Tesla. Also es ist eine Simplifizierung, wo ich mir noch nicht das Einfache vorstellen kann. Und was er dann innerhalb von wenigen Minuten, 2 Minuten in diesem Fall, geliefert hat, eine kurze E-Mail mit einem Hinweis auf alle Companies, die covered sind. Und ein Excel und ein PowerPoint im Anhang. In Excel findet man zu Tesla, das heißt, er hat wirklich die Company richtig erwischt. Hat man die Geschäftszahlen der letzten 6 Jahre, G&V Balance Sheet Cashflow, dann die Quartalszahlen, damit man sieht, wie auch Corona sich an diesem Unternehmen bemerkbar macht.
Man hat qualitative Informationen, was macht das Unternehmen inklusive Senior Management und 160 Kennzahlen. Und 50 Kennzahlen von Tesla werden hier auch mit allen Auto- und Truck Manufacturers verglichen. Das heißt, man hat auch relative Kennzahlen, wo das jeweilige Unternehmen, ob ein Wettbewerber, Kunde oder Lieferant, eben im Vergleich stehen. In dem Excel vielleicht noch die Spitze des Eisbergs nochmal auf Slides aufbereitet, mit wesentlichen Kennzahlen, grafischer Aufbereitung der Zahlen und so weiter. Auch das alles innerhalb von 3 Minuten in einem Ask Brian Look and Feel. Und das ist das Thema Customizations. Wir sind in der Lage, so zu machen, dass es eben dann zu dem Format des Kunden passt. Unsere Value Proposition, glauben wir, ist richtig stark, denn Brian ist ein digitaler Kollege, der 100 Sprachen spricht, nie schläft, hat seinen eigenen Access zu ausgewählten Datenquellen, eben vergleichbar mit Bloomberg, in unserem Fall definitiv, kann tausende Anfragen pro Tag bearbeiten, hat eine wachsende Anzahl von Skills, konsistente Performance, ist sehr einfach im Umgang her und spart seinen Usern eben Stunden an Arbeit jeden Monat. Und das zu 8 bis 30 € pro Monat. Wir glauben, das ist eine starke Value Proposition. Unser Moonshot ist, dass wir über die Management Consultants, Knowledge Workers bis zu allen Office Workers Brian publik machen, dass jeder auf der Welt mit Brian zusammenarbeiten will, um eben diese mühseligen, wiederkehrenden Aufgaben abzudecken. Wie wollen wir hier kommen? Vielleicht nur kurz weitere Zielgruppen, weitere Use Cases und Skills, weitere Interaction Channels, wie gesagt, MS Teams, Slack und so weiter, Business Models, Regions und Produkt zur Plattform heißt, dass wir eben es deutlich einfacher machen, noch weitere Skills in den Brian einzubauen. In Summe sind wir eben von der Überzeugung getrieben, dass der Mensch in Zusammenarbeit mit Brian eben mehr Zeit hat, mehr Zeit, welche der Mensch nutzen kann, um eben analytische, kreative Aufgaben zu machen, mehr Sport oder auch mehr Zeit für seine Liebsten hat, dass man statt am Computer zu hocken, kann man eher mit seinen Liebsten Zeit verbringen. Deswegen eigentlich eine Okay. Stimme für Brian heißt mehr Zeit für seine Liebsten. Und vielen Dank für die Zeit und bin jetzt gespannt auf die Fragen.